Guten Tag und herzlich willkommen auf unserer Plattform, dem Forum für Führung und Arbeit im Wandel. Wir begrüßen heute ganz herzlich Herrn Ratschlag von der ING Deutschland, der uns einen ca. 25-minütigen Impuls geben wird zum Thema agile Transformation, wie die HR bei ihm im Unternehmen die Transformation zur agilen Organisation mitgestaltet, unterstützt, begleitet hat. Herzlich willkommen, Herr Ratschlag. Ganz herzlich möchte ich mich bedanken beim DDN, beim Demokratienetzwerk Deutschland für die Vermittlung von Herrn Ratschlag. Sie kennen sich schon länger und für die Organisation. Und bevor ich an Herrn Ratschlag übergebe, wir sind so verblieben, dass er sich gleich im Zuge der Präsentation selbst kurz vorstellt, möchte ich kurz noch anmerken, wie es weitergeht für diejenigen von Ihnen, die das erste Mal hier sind. Im Anschluss an den Impuls würden wir Fragen von Ihnen sammeln. Sie können Fragen eingeben über das kleine Lämpchen, was unten am Rand des Bildschirms erscheint. Und andere Fragen, die von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern reinkommen, da können Sie per Doppelklick eine Zustimmung oder Ablehnung abgeben, sodass wir nachher ein Ranking haben, welche Fragen für Sie, also für die Mehrheit der Zuhörerinnen und Zuhörer, wirklich relevant sind. Das im Anschluss an den Impuls schon mal vorgeschaltet. Ja, jetzt übergebe ich an Herrn Ratschlag. Vielen Dank schon mal jetzt auch im Vorfeld, dass Sie bereit sind, uns mit einem Impuls heute zu beglücken, und ich freue mich und übergebe. Vielen Dank, Herr Grewe, und vielen Dank auch für die Möglichkeit. Wir machen das sehr gerne. Ich selbst bin seit 2 Jahren bei der ING in der agilen Transformation unterwegs, nenne mich selbst Senior Learning, Talent and Learning Officer, aber eigentlich bin ich Product Owner in der agilen Qualifizierung bei uns. Also wir gestalten die agile Transformation, die bei uns vorher circa 18 Monaten ausgerufen wurden, aktiv mit. Und in dieser Rolle bin ich unterwegs und in dieser Rolle teilen wir auch gerne so unsere Good Practices, wie ich sie immer nenne. Weil alles, was wir machen, ist nicht unbedingt Best Practice für andere. Ich glaube, das müssen die Unternehmen und müssen sich für sich selbst auch entscheiden, was sie davon mitnehmen. Insofern ein Impuls von uns mit, was wir jetzt als Good Practice mitgenommen haben. Insbesondere natürlich aus einer HR-Perspektive. Und mal zur Einstimmung würde ich gleich mal einen Film mitbringen, um mal so ein bisschen den Hintergrund zu zeigen, worum es uns geht. Film ab, vielen Dank. Jetzt sind Sie okay, wieder dran. Okay, dann würde ich wieder weitermachen. Genau, Change ist das große Stichwort, auch in diesem Video. Change ist wahrscheinlich allen bekannt. Und das ist eigentlich auch der Anlass, warum wir uns verändern wollten als ING in Deutschland. Ich habe Ihnen heute 3 Themen mitgebracht, nämlich an einem kleinen Kanban-Bad mal so ein bisschen entlang hangeln möchte. Und zum einen mal darauf einzugehen, was Agilität in der ING, was verstehen wir eigentlich darunter? Dann mal so einen Ausblick zu geben, ja, wo stehen wir eigentlich in der agilen Transformation, weil wir sind mittendrin, das ist eine lange Reise. Und als drittes natürlich dann noch ein Schwerthemenpunkt, auch bei mir im Bereich, das Lernen in der Transformation. Wie begleiten wir das? Welche Maßnahmen haben wir da ins Leben gerufen, um Ihnen da einen kleinen Einblick zu geben? Im Zuge des Kanbans würde ich jetzt sagen, sind wir direkt mittendrin in der Bearbeitung Agilität in der ING. Ja, was
verstehen wir eigentlich darunter und vor allem auch, warum? Warum wollen wir uns verändern? Wir sind eine große Bank weltweit, aber auch in Deutschland, also ein Elefant, und sind auch sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Ja, und diese kleinen Windhunde, die man sieht, ja, das sind die kleinen Fintechs, quasi unsere Marktmitbieter, die immer schneller werden, die nah dran sind. Und ja, wir im wachsenden Unternehmen sind natürlich dann auch gefragt, da zu agieren. Und es gibt nicht nur diese kleinen Windhunde, ja, sondern es gibt auch andere große Elefanten, andere Banken und Marktmitbewerber, die da entsprechend aufholen und entsprechend dran sind. Und insofern, ja, wir sind nicht alleine, ist das sicherlich das Thema, was das Thema Change angeht, aber auch was das Thema Agilität angeht. Und wir wollen da vorangehen und voranschreiten und agil werden. Und insofern haben wir dann auch einen großen Unterstützer bekommen, und das ist unser CEO, der Nick Chu. Der hat dann im Herbst 2017 dann auch gesagt, wir wollen die erste agile Bank in Deutschland werden. Und ja, das war natürlich erstmal ein großes Statement. Und wir haben uns natürlich auch intern gefragt, okay, was bedeutet das denn eigentlich agil? Was steht dahinter? Weil man kennt es vielleicht aus der Literatur von anderen Unternehmen. Aber es ist natürlich auch wichtig, für sich selbst zu finden, was bedeutet jetzt ING in der ING? Und wir haben es so hergeleitet, dass wir jetzt gesagt haben, wir haben eigentlich drei Themen, die darunter fallen. Und zum einen ist das größte, und das ist, glaube ich, der größte gemeinsame Nenner für alle, ist das Mindset. Das Mindset hinter einer agilen Haltung, dahinter stehen Dinge wie das agile Manifest, dahinter stehen aber auch unsere eigenen Prinzipien, dahinter stehen auch unsere eigenen Verhaltensweisen. Wir haben den Orange Code, das sind quasi unsere Werte. Ja, und die geben eigentlich das Mindset und die Haltung in der Gesamtbank, ja, also quasi der gemeinsame Nenner. Dann haben wir natürlich Methoden. Es gibt die gängigen Methoden, falls der eine oder andere auch mit dem agilen Arbeiten vertraut ist. Dann wird man an Kanban oder Scrum sicherlich auch schon mal gehört haben. Der eine oder andere wird auch sicherlich schon damit arbeiten. Wir haben auch noch eine eigene Methodik entwickelt in der ING. So muss man dazu sagen, die ING in Deutschland ist ja Teil eines Konzerns und wir hatten einen großen Vorteil. Und zwar andere Länder der ING arbeiten schon seit Jahren agil, insbesondere die Domestic Bank bei uns in Holland. Die haben da schon sehr, sehr viel Erfahrung seit Jahren. Und dann haben wir ING-weit eine Methodik entwickelt, die nennt sich PACE. Und das ist sowas wie ein Mix aus Kanban, Scrum und Lean Management, die wir für uns als Methodik auch in der Bank praktizieren. Dann bedeutet Methodik aber auch nicht, dass jeder natürlich jetzt nach diesen Methodiken macht, sondern es gibt A, noch zahlreiche andere. Ich habe jetzt einfach mal die drei wichtigsten für uns genannt. Und je nach Bereich ist es natürlich auch sinnvoll oder weniger sinnvoll, diese Methoden anzuwenden. Das erstmal vorweg. Und das Dritte ist natürlich dann auch für uns die Struktur. Hinsichtlich der Struktur haben wir auch verschiedene Modelle, je nach Organisationsbereich, die wir auch mit bestimmten Rollen in der ING-Seite letztendlich dann auch ins Leben gerufen haben. Und das verstehen wir auch jetzt in dieser ersten großen Phase unserer Transformation. Wir machen das in drei Wellen, wo wir auch insbesondere die Organisation ändern und die Aufstellung und die Rollen, die dahinter sind, verbunden mit dem Mindset und den Methoden. Und das verbirgt sich eigentlich so dahinter, wo wir ein Referenzmodell haben und wir zukünftig eigentlich nur noch drei Organisationsbereiche haben. Insbesondere natürlich ist dann aus einer HR-Perspektive heraus sehr, sehr viel zu tun, sehr, sehr viel Neues. Und um das mal zu veranschaulichen, haben wir dann drei Organisationsbereiche. Einmal die Delivery, dann einmal die Service- und Sales-Bereiche und die Support-Funktion. Und je nach Bereich hat man die entsprechend dann auch neu und anders aufgestellt. Da reden wir in der sogenannten Delivery-Organisation, also auch mit einem komplett neuen Vokabular. Da haben wir sogenannte Tribes und Squads, sogenannte Chapter. Sie sehen es hier. Die Chapter sind dann, wenn man hier sagt, dass ein Tribe aus mehreren Squads besteht und ein Squad aus verschiedensten Leuten mit verschiedensten Kompetenzen. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier Leute, die vormals in Business-Bereichen
zusammengearbeitet haben und Leute, die vormals im IT-Bereich zusammengearbeitet haben, ja, in Teams zusammengebracht, ja, in sogenannte Squads, die übergreifend in diesen Teams arbeiten. Und dann gibt es noch die sogenannten Chapter. Das sind dann diese Squad-übergreifenden Teams, die entsprechend dann so eine Expertise zu einem bestimmten Themencluster. Immer ein Beispiel, zum Beispiel ein UX-Designer wäre dann einer, der in einem Squad arbeitet, aber in dem Chapter für UX-Design. Dann gibt es, und das ist jetzt mal das Referenzmodell für die Service- und Sales-Bereiche, sogenannte Circle- und Customer-Loyalty-Teams. Gehen wir ein Beispiel, wir haben in der Bank ein Callcenter, wir nennen das Kundendialog. Und in der neuen Welt ja, sind es letztendlich Teams, die dann für den Kunden am Telefon zur Verfügung stehen, die Fragen beantworten. Und die sind halt anders organisiert als natürlich ein Team wie in der Delivery, also ein Squad, das jetzt aus der IT und Business heraus Produkte neu entwickelt und weiterentwickelt. Dafür braucht es einfach eine andere Organisationsform auch bei uns in der agilen Welt. Genauso wie die Support-Funktion. Und da kann es tatsächlich so ein Mix sein, dass wir sagen, wir haben Expertenteams, die da zusammenkommen. Und entsprechend gibt es aber auch in diesen Support-Funktionen auch Squads, weil auch da gibt es Teams, die entweder etwas neu entwickeln oder weiterentwickeln. Nun ist es ein Referenzmodell und die Praxis ist natürlich dann auch noch eine ganz andere Frage. Und da gehen wir auch in verschiedenen Wellen hin vor. Ich bin eben darauf eingegangen und ich will auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen an dieser Stelle. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, das zu verstehen, dass wir diese neuen Rollen haben, weil das ist ein Großteil unserer Reorganisation. Daneben dem Mindset und der Haltung des agilen Verständnisses ist es uns halt besonders wichtig, dass diese Teams auch selbst organisiert sind und entsprechend ist jetzt in einem Expertise-Team oder wie wir es hier haben, in einem Squad, es kein Squad-Lead gibt. Ja, also es gibt einen Tribe-Lead, der führt die gesamte Truppe, nenne ich es jetzt mal, der verschiedenen Squads in einem Bereich. Und jetzt haben wir aber auch ein Squad, das ist ein selbstorganisiertes Team, ohne Team-Lead, auch ohne Squad-Lead. Es gibt einen Product-Owner in diesen Teams, der für das Was steht, also der auch priorisiert und guckt, okay, was sind eigentlich die Prioritäten, die am wichtigsten sind, die zu tun sind. Und unterstützt wird er bei dem Ganzen von einem agilen Coach. Wir haben eine eigene Organisationseinheit als Expertenteam gegründet, als COE. Das sind die agilen Coaches. Und die unterstützen jetzt gerade insbesondere in der Anfangszeit die verschiedenen Teams, die verschiedenen Squads in der agilen Arbeitsweise. Sie stellen sehr, sehr viele Fragen, sie helfen bei den agilen Methodiken und sie unterstützen das Team einfach besser zu werden und insbesondere natürlich auch den Product Owner diese neue Rolle zu finden, genauso wie den Chapter Lead. Und es gibt den Chapter Lead, das eben mal als Beispiel erwähnt, ja, ein UX-Designer, da gibt es dann halt schon eine Führungsrolle, aber die Rolle ist halt in der agilen Welt anders bei uns. Es geht tatsächlich um die Entwicklung des Chapters, zum Beispiel UX, also die Weiterentwicklung der UX-Designer in ihren verschiedensten Squads. Und dann haben wir diesen sogenannten Tribe Lead, der natürlich auch die Strategie und das darüber schon vorantreibt und definiert und unterstützt wird. Ja, jetzt gerade in diesen Tribes, weil es halt eine Kombination ist aus Business und IT, nochmal spezifisch ein T-Area Lead, der nochmal aus einer IT-Perspektive die Themen nach vorne treibt. Ja, wie sieht Führung, auch Motivation aus? Der eine oder andere wird es vielleicht auch kennen, ein bisschen auch angelehnt an Daniel Pink mit den Themen, ja, was treibt eigentlich und motiviert die Leute? Und es sind drei Themen, die wir dort auch bei uns in der NG als Fokus sehen. Das ist einmal der Purpose, das ist Mastery und das ist Autonomy. Und all diese drei Themen, die werden auch durch die verschiedensten Rollen entsprechend vorangetrieben. Insbesondere der Product Owner hat irgendwie schauen, was ist der Purpose, was sind die Prioritäten, die auf diesen Purpose einzahlen. Dann haben wir schon gesprochen über den Agile Coach,
der für die Autonomie steht, dem Team dabei zu helfen, selbstorganisiert zu arbeiten, autonom wirklich die Dinge voranzutreiben, eigene Entscheidungen zu treffen. Und es gibt jetzt insbesondere durch die Rolle des Chapter Leads auch die fachliche Seite, wie beim UX-Designer, für das Mastery, um da wirklich die fachliche Entwicklung auch voranzutreiben. Das Ganze auch in einem Dreiklang von diesen Leuten, die sich auch entsprechend dann auch zusammensetzen und entsprechend dann auch die Themen vorantreiben und dann auch damit die Personalentwicklung. Und gleichzeitig sind all diese Themen mit Purpose, Mastery und Autonomy natürlich auch Aufgabe eines jeden einzelnen Mitarbeiters, der jetzt entweder in einer Expertise, in einem sogenannten COE arbeitet oder insbesondere natürlich dann auch jetzt in diesem Beispiel dann auch in diesen Squads als Squad-Member arbeitet und entsprechend Purpose, Mastery und Autonomy auch für sich selbst und für das Team vorantreibt. So viel zur Agilität in der ING. Ich würde Ihnen jetzt gerne einen Ausblick geben, wirklich zum Status, wo stehen wir denn eigentlich und wie gehen wir da vor in der agilen Welt heute? Wo stehen wir? Also wir haben die Transformation in drei Wellen gestartet. Wir sind jetzt in der ersten Welle, die wir hinter uns haben. Die haben wir letzten Sommer tatsächlich auch schon geschafft, indem wir 800 Mitarbeiter zusammengeführt haben von Business und IT. Und ein großes Ziel war für uns auch das De-Layering, dass wir auch da Hierarchiestufen abgebaut haben. Und ein großes Ziel ist natürlich diese Selbstorganisation und zu schauen, okay, wie können die Leute auch wirklich arbeiten und braucht es eigentlich noch so viele Hierarchiestufen, wie es in der alten Welt bei uns gab. Wir haben aber auch gleichzeitig gesagt, Führung ist trotzdem noch ein wichtiges Thema, auch gerade die disziplinarische Führung, sie ist halt nur anders. Und insofern haben wir es dann noch geschafft zu sagen, wir haben jetzt ein De-Layering, wir haben jetzt 3 anstatt 5 Hierarchieebenen. Also eine Hierarchieebene zum Beispiel dann der Tribe Lead oder darunter dann wiederum der Chapter Lead. Und ehemalige Teamleiter, die gibt es einfach in unserer Welt nicht mehr. Und das war ein großes Ziel, um entsprechend dann auch effizienter aufgestellt zu sein. Gleichzeitig haben wir natürlich auch versucht, dann mit der Transformation die Verantwortung zu übertragen auf die Teams. Das ist auch ein Weg, wo wir wirklich viel geschafft haben, wo die Leute auch gelernt haben, okay, wie machen wir das? Teilweise haben die Leute viel, viel ausprobiert, um dahin zu kommen, also eine ständige Weiterentwicklung. Ja, und mittlerweile haben wir über 61 Squads, die eine wirkliche End-to-End-Verantwortung haben und da entsprechend in der Bank schon agil arbeiten. Ja, und wir haben auch entsprechend dann diese neuen Rollen eingeführt diese Verantwortlichkeiten und dieses Vokabular natürlich auch in die Bank gebracht. Wie haben wir das gemacht in HR? Wir haben auch in HR insbesondere Squads selber gegründet für uns. Und da war uns auch besonders wichtig, dass das nicht nur Leute aus HR waren, sondern es waren auch vor allem Leute, die aus den anderen Bereichen hinzugezogen worden sind und wir wirklich dauerhaft in den letzten Monaten zusammen daran gearbeitet haben, diese Transformation auch selber zu begleiten, indem wir halt Leute aus den verschiedensten Bereichen zusammengeführt haben und entsprechend dann auch selbst die Verantwortung genommen haben, um die erste Phase der Transformation zu begleiten. Das habe ich ja schon gesagt, dass wir da mittendrin sind. Die erste Phase mit der Delivery-Einheit ging schon letztes Jahr im August live. Und live bedeutet, wir haben sie reorganisiert und sie haben dann gelernt zu arbeiten. In dem neuen Setup, mit den neuen Rollen, mit den neuen Verantwortlichkeiten. Ja, und jetzt sind wir eigentlich mittendrin. Jetzt sind wir dabei, die Sales- und Service-Organisation zu reorganisieren, indem wir dann auch im Juli mit der Organisation live gehen. Mal kurz Zahlen, das sind über 2000 Mitarbeiter, die davon betroffen sind. Ja, und jetzt wirklich komplett neu aufgestellt werden hinsichtlich ihre Zusammenstellung der Teams. Die Mitarbeiter nehmen typischerweise ihre Rollen mit. Also sie werden da auch entsprechend zugemappt in der Organisation.
Spannende hier ist tatsächlich auch die Führungsebenen. Ich habe es ja eben angesprochen, mit dem De-Layering der Hierarchieebenen haben wir auch einen Großteil und fast alle der Führungsebenen und Führungsstellen, die ja quasi neu waren. Also wenn man Business und IT beispielsweise zusammenführt, gab es jetzt neue Führungspositionen und die wurden alle komplett ausgeschrieben. Und ja, auf diese Stellen konnten sich dann auch wirklich alle Mitarbeiter bewerben. Und jetzt haben wir auch schon in der ersten Phase auch sehr, sehr viele ehemalige Mitarbeiter, die jetzt neu in Führung sind und die entsprechend dann auch in der agilen Welt diese Themen übernommen haben. Und als dritte Welle steht dann entsprechend dann auch unser Support-Einheiten kurz vor der agilen Transformation. Das Spannende daran ist, die haben tatsächlich auch jetzt schon agile Arbeitsweisen für sich entdeckt und arbeiten eigentlich schon auch schon seit Monaten und tatsächlich auch schon seit über einem Jahr teilweise darin, ohne dass die formale Umstrukturierung war. Aber Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, ist ja sicherlich Teil dieser agilen Transformation bei uns. Wie erreichen wir diese gemeinsame Ausrichtung? Das ist auch ein Modell, was wir in der ING als Konzern weltweit auch nutzen, dass wir auch die Strategie runterbrechen und wir entsprechend von Quarterly Business Reviews mal ausgehen und gucken, was sind eigentlich so die Prioritäten, die in den Businessbereichen bei uns sind, um die entsprechend abzustimmen, mit den verschiedensten Leuten diskutieren, transparent machen in sogenannten Marketplaces, im Review und die entsprechend dann auch den sogenannten Squads und Tribes und COEs natürlich auch dazu dienen, dann die gemeinsamen Prioritäten dann für das Team weiter runterzubrechen und dann zu schauen, okay, wie können wir da zusammenarbeiten, woran arbeiten die anderen, wo ist ein gemeinsamer Fokus und dann entsprechend dann auch flexibel dann auf Veränderungen reagieren zu können und natürlich kooperativer dann agieren zu können, als es noch in der Vergangenheit war. Soweit zum Status der agilen Transformation. Ich würde jetzt auf den letzten Fokus setzen, Lernen in der Transformation. Auch ein Riesenthema. Und wir haben ja auch einen zweiten Schwerpunkt da gesetzt. Warum machen eigentlich die agile Transformation? Ja, eigentlich wegen des Themas darüber und das ist Thema Digitalisierung, ganz klar. In der digitalisierten Welt geht es eigentlich auch darum, zu schauen, wie können wir eigentlich auch marktgerechte Produkte und Themen an den Markt bringen, auch zeitgemäß und in einer effizienten und schnellen Art und Weise und die auch vor allem kundengerecht sind. Insofern haben wir auch in der Qualifizierung wirklich diese Fokusthemen auch zusammengebracht mit Digitalisierung und agile Qualifizierung. Sie sehen hier einen Screenshot unseres Lernportals, wo man sich darüber informieren kann. Einmal eins der agilen Welt, aber auch speziell zum Thema Agilität und insbesondere auch für unsere Lead-Funktion und verschiedenen Zielgruppen da entsprechend dann auch ein Angebot zu schaffen, was die Leute dabei unterstützt, diese agile Transformation und letztendlich auch die digitale Transformation mitzuerleben, mitzugestalten. Und ein Kernstück, was wir in der Qualifizierung hatten, war tatsächlich auch das Thema Mindset, Rollen und Methoden. Also das, was ich am Anfang noch präsentiert habe, hinsichtlich, was verstehen wir in der ING. Ja, und es ging vor allem am Anfang und das Thema Mindset. Und Mindset, ich habe es eben schon mal erwähnt, das sind unsere eigenen Werte, das sind auch die Werte, die aus der agilen Denke kommen. Ja, und das mal zusammenzubringen, erlebbar zu machen, zu diskutieren, das war die sogenannte Agile Experience, wo wir das versucht und erlebt haben. Und wo wir letztendlich im wöchentlichen Format die Leute zusammengebracht haben. Wir hatten auch verschiedenste Rollen, die wir da qualifiziert haben. Das habe ich jetzt eben schon erwähnt, die agilen Coaches, die es ja an der Bank noch nicht gab. Wir hatten da ein wenig externe Unterstützung am Anfang. Wir hatten aber auch sehr, sehr viel Unterstützung von unseren Partnerländern in Holland, in Belgien, auch in Österreich, die da schon einen Schritt voran waren, um entsprechend dann auch gerne Anschaffung von agilen Coaches in der Bank zu haben, die bei der Transformation unterstützt. Wir haben jede Menge Product Owner und auch ganz viele agile Leader, die jetzt Führung neu erleben, Führung neu gestalten
und darüber hinaus auch das Methodentraining, also die Basics zu Scrum, kann man nun unsere eigene Methodik PACE den Leuten nahezubringen. Agile Experience nochmal, das war, glaube ich, für uns ein großer Kickoff, weil da haben wir wirklich versucht, den Großteil, das sind jetzt fast die Hälfte aller Mitarbeiter mittlerweile, die an der Agile Experience teilgenommen haben, 50 Leute, die an einem Tag zusammenkommen, ja, zu verstehen und auch zu erleben, ja, was meinen wir mit Agilität, also aber auch erstmal die Frage zu stellen, warum machen wir die Transformation, was ist das genau und auch wie, und dann der auch wichtige Teil, Fragen stellen zu können. Also wir hatten dann auch wöchentlich dann entsprechende Vertreter, entweder aus dem Vorstand, unserer Strategieabteilung, die Transformation natürlich auch initiiert haben und strategisch vorantreiben, ja, die auch da waren und entsprechend dann die Möglichkeit gegeben haben, für die Mitarbeiter dann im wöchentlichen Turnus auch zur Fragenrunde zur Verfügung zu stellen und Fragen zu beantworten. Und ja, jetzt sind wir seit über einem Jahr unterwegs. Wir stehen kurz vor dem Ziel und ich kann sagen, es war eine sehr, sehr spannende Reise. Für viele Leute war es aber auch eine aufreibende Reise. Und da haben wir auch gesagt, okay, wir brauchen auch noch Unterstützungsangebote in der Veränderung. Die haben wir geschaffen, einmal durch die Orientierung, also dass wir entsprechend Seminare, Unterstützung, Gespräche angeboten haben hinsichtlich Orientierung in der Veränderung, die Führungskräfte begleitet haben, in den Themen Veränderungsgespräche sicher zu führen. Und was uns auch besonders wichtig ist in der GNG, sind natürlich auch die Themen Gesundheit und Resilienz. Und jeder Mitarbeiter bei uns in der Bank hat ein eigenes Gesundheitsbudget, was er verwenden kann, was er für sich selbst nutzen kann, individuell. Wir haben die Themen Stärkung der Resilienz, die wir in der Bank forcieren. Und für Notfälle haben wir auch eine ERP-Helpline. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ist es tatsächlich dann noch so, dass die Leute sehr, sehr positiv jetzt in der agilen Welt gestartet sind. Wenn man sich die Delivery-Einheit anschaut, die haben jetzt schon die Erfahrung seit einem Jahr gemacht. Und ja, für die neue Welt, die jetzt in der zweiten, dritten Welle kommt, werden sicherlich noch sehr, sehr viele Herausforderungen kommen hinsichtlich der neuen Arbeitsweise, der neuen Aufstellung. Aber wir sind da zuversichtlich, dass wir die agile Transformation auch so gut weiter begleiten können und entsprechend dann auch für uns ein Erfolg wird. Insofern war das mein Impuls und würde jetzt einfach kurz schließen und an Herrn Grebe wieder übergeben. Vielen Dank. Herr Ratschlag, ganz herzlichen Dank für Ihren Impuls.